Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Jawohl, wir sind hier wieder in unserem kleinen Stübchen und sind hier PCs am Reparieren, wie die Wahnsinnigen. Hier, was hat man hier? Ein Ryzen 5 Quad-Core brauchte der brauchte eine neue CPU. Ja, machen wir mal aus den Laden hier und werden hier erstmal den ganzen Lachs hier entfernen. So, hier oben mal Kabel ab, Dingens ab hier, zack, jawohl, so raus, einmal installieren und dann kriegt ihr hier, verdammt, was kriegt ihr jetzt? Scheiße, zu vergessen. Ich hab's original vergessen. Wow. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Oder habe ich vergessen, das Ding zu bestellen? Ey, das wäre es jetzt schon wieder gewesen, ne? Warte mal, ich baue den nochmal ein. Scheiße. Echt jetzt? Mann. Ich habe das Ding vergessen zu bestellen. Ich hab's original vergessen. Ich habe original vergessen, das Teil zu bestellen. Was brauchte der? Jetzt habe ich schon wieder echt nicht. Alter Schwede. Junge, läuft ja schon wieder bei mir richtig gut ab. Nice. Gefällt mir nicht. So, egal. Wir schließen das ganze Gerät hier nochmal an. Da muss ich nochmal eben schnell schauen. Und schmeiß mal an die Hütten. Scheiße. Verdammte Hacke, ey. Das brauchte der. Ein der Ryzen 5 Quad-Core 1400. Ach, scheiße. Ich weiß, wo der hin ist. Ich weiß, wo der hin ist. 5 Quad-Core da, den. Was habe ich schon im Inventar? Was will der denn von mir? AMD Ryzen 5 Quad-Core. Da ist er doch. Habe ich schon gekauft. Okay, nochmal das Ganze. Deinstallieren. Na, komm her. Raus damit. Raus damit. Öffnen. Raus damit. Installieren. Inkompatibel. Ei. Warum? Socke LGA. Ah, der braucht einen neuen Sock. Der braucht auch oh, was. Ja gut. Das heißt, ihr braucht neues Mainboard oder was? Scheiße. Ja, jetzt bin ich aber aufgeschmissen. Da bin ich aber aufgeschmissen. Okay, Moment, warte mal, was eigentlich, was ist das? Sockel AM4. Ah, ne, halt. Ah, hör auf damit. Verdammt, LGA AM4, hier. Auf was achtet man denn da drauf? Wenn ich das wüsste, ne?
Das ist ja Mist. Das ist ja richtig Mist. Chipsatz. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, ne? Ey, so ein Scheiß. Warte mal. Was hat der da drin? Mottoni H70 MTech Plus. H70. Was ist denn Formfaktor SATX? Okay, das geht. Natal. Schätze mal, dann braucht er das hier, ne? Okay. Nehmen wir das mal in den Warenkorb. Ja gut, da muss ich aber jetzt mal schauen. Das machen wir jetzt anders. Lieferung am selben Tag. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ja, damit. Dann braucht er wahrscheinlich das alles neu. Ach du Scheiße, ey. Okay, dann ja, nehme ich das ganze Teil mal auseinander. Ey, original, ne? 100 Pro kommt jetzt irgendeiner von euch an und sagt, bist du wahnsinnig? Das ist ja alles total dämlich, was du da machst. Aber original könnte sein, weil ich habe keinen Plan. Ich habe echt keine Ahnung. Und hier ist so viel abzumachen. Alter Schwede. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne, wenn ich ehrlich bin. Aber komm, halt, komm, na. Nein. Komplett überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, kriege ich das Ding jetzt hier, die Hauptplatine deinstallieren. Okay. Schrauben wir das mal ab. Ich hoffe mal, dass das jetzt passt, ne? Weil der braucht ja offensichtlich eine neue. So. Ey, nein, 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 nein! Oh, ist das denn scheiß Ernst? Oh. Nochmal. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ach, die Dinger muss ich auch noch abschrauben oder was? Ey, nervig. Original. So richtig nervig. Okay, jetzt pass auf. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. Rein damit. Wahrscheinlich mache ich hier mit dem Auftrag Minus, ne? Ich bin mir nicht sicher. Egal, werden wir jetzt rausfinden. Das ist jetzt dumm gelaufen, ne? Würde ich sagen. So, installieren. Nee, warte mal, erstmal die ganzen Kabel, würde ich sagen. Zack. Das geht mit dem da unten hin. Das hier muss dahin. Das muss dahin. Das muss dahin. Alter Schwede. So war das echt nicht geplant. Aber gut, egal. So lernen wir was dazu. So, das müssen wir da unten hin friemeln. Noch irgendwo ein Kabel. Hier waren auch noch mehr Kabel irgendwie. Naja, wahrscheinlich nicht. So, pass auf, jetzt CPU. Dann den.
Mal auf den Lachs. Installieren. Wieder zu. Dann das da drauf. Dann Prozessorkühler wieder drauf. Ja. Dann wieder Kabel verbinden. Ah, Mensch. Ja. So, dann den Arbeitsspeicher wieder. Welchen hatte der denn jetzt drin? Der ist kaputt, den können wir verkaufen. Scheiße, welche hatte der denn drin? Wenn ich das jetzt mal wüsste, ne? So, die beiden sind neu hier. Die auch. Ich glaube, der ist den drin. Mal auf. So. Kabel. Ist das jetzt alles richtig? Ey, ich bin mir echt nicht sicher, ne? Scheiße. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Naja, wir werden es rausfinden, ne? Steck mal rein da. Das Kabel hier auch. Jawohl. Wieso kann ich das Kabel jetzt hier nicht installieren? Ah, weil die Grafikkarte fehlt. Ja moin. So, warte. So. Und da war die. War die da drin? Ich glaube ja. So, jetzt hier noch die Kabel verbinden. Ah, hier unten. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich hier echt gerade viel Mist baue. Liegt wieder daran, dass ich hier wieder tausend Sachen auf einmal gemacht habe. Aber das war jetzt auch so nicht geplant, wenn ich ehrlich bin. So. Dann meinen Stick wieder rein. Ah ne, den brauche ich glaube ich gar nicht reintun. So, schauen wir mal. Ah, hier. PC-Konzept, hier Dönsrad. Jawohl. Okay, hat's erledigt. Juhu, wir haben es geschafft. Ah, geil. Doch richtig gemacht. Nice, gefällt mir. So, dann machen wir hier die Hütte wieder zu. Und dann haben wir den Laden hier auch fertig. Sehr schön. Ey, ich sehe nichts. Sehr gut, jawohl, her damit. Und einmal dahingestellt. Oh Gott, Junge, ernsthaft. Das war's für jetzt, ne? So, warte mal. Wer war das? Kassieren. Kaching, jawohl, 649. Sie haben dafür gesorgt, dass Sublevel Zero jetzt auf meinem Rechner läuft und jetzt ist er sauberer als beim Neukauf. Zack, genau, so soll's aussehen. Ah, Gott. Junge, 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 ey, da bin ich aber jetzt kurz ins Schwitzen geraten. Nice, gefällt mir. So, neue Teile haben wir wieder am Start, jawohl. So, und dann hatten wir, wer war das hier? Bruce, wenn ihr Dönsrad. Der hier. La la la. Intel Core i5 und 8 GB RAM. Und der hatte was? Diese Mortoni Value drin. Okay. Dann machen wir mal auf hier. Einmal und zweimal. So. Und dann wollen wir hier das Kabel entfernen. Diesen komischen 2 GB RAM-Dingsbums.
Dingens hier rausnehmen, das hier rausnehmen und das hier rausnehmen. Dann den Laden hier öffnen. So. Prozessoren. Intel Core i5. Auch hier, ne? Neue Teile brauchen wir nicht. Na. Ein bisschen Wärmeleitpaste wieder drauf. Sehr schön. Ach Mensch. Dann hier wieder zu. Hallo. Warte mal hier zu. So. Jawohl. Prozessorkühler wieder drauf. Jawohl. Kabel installieren. Jawohl. Und die Arbeit, die. Na, komm her. So, hier Motoni Value, da hatte ich. Was? Genau, da habe ich die hier bestellt. So, die schmeiß mal hier rein. Einmal. Mal auf hier. Und dann den anderen noch. Zweimal. So, sehr schön. Jawohl. Okay, das haben wir hervorragend hinbekommen, wie ich finde. Ach Gott. Ey, ich bin echt schon in Schwitzen geraten jetzt gerade eben, ne? Da hab ich schon gedacht, ach nee, was hast du jetzt schon wieder verkehrt gemacht? Hab mich in der letzten Folge am Ende noch ein bisschen gelobt, wo ich gesagt habe, hey, so langsam läuft. Aber hey, es läuft. Wenn man keinen Plan hat von dem, was man tut. So, dann können wir aber hier auf jeden Fall schon mal das Gehäuse wieder zumachen. Zack und zack, sehr schön. Rechner nehmen und platzieren. Herrlich, läuft doch. Alter Schwede, habe ich hier Arbeit stehen, ey. Junge, 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 ey. So. Dann kassieren wir den direkt erstmal ab. Dann haben wir den nämlich aus den Füßen. Zack, jawohl. Na oh, super, er schreibt nichts. Dann nicht. So, wieder neue Teile. Nö. Okay. So. Dann haben wir hier. Wow. Ey, das Teil, ne? Das ist auch nochmal. Wow. Ich habe halt keine Ahnung, was ich dafür brauche, ne? 16 GB RAM, 500 GB Dingens. Warte mal, ich brauche einen neuen PC für den Ortsverein der Eisenbahnfreunde. Das muss nicht absolut ausgefallen sein, aber bitte über ein ordentliches Maß Arbeitsspeicher und Festplattenplatz zugunsten der wöchentlichen Dia-Abende verfügen. Die ziehen sich nämlich ganz schön hin. Ganz ehrlich. Ich brauche doch nur ein Gehäuse. Ich habe doch jetzt. Warte mal. Ich habe doch hier noch diese Hauptplatine. Die könnten wir doch benutzen. Das müsste doch eigentlich gehen. Warte mal, wo kriege ich denn hier Peripheriegeräte? Nee. Teile. Wo bekomme ich denn hier Dingens her? Ein Gehäuse. Wo bekommen wir denn Gehäuse her? Tastaturen, Mäuse, Headsets, Teile. Ich brauche ein Netzteil, ich brauche CPU, hätte ich aber auch noch da. Aber wo bekomme ich ein Gehäuse her?
Aber warte mal. Bau. Muss das jetzt hier hinpacken? Gehäuse aus dem Inventar auswählen. Ja, wow. Wo? Tools und Software? Ich brauche mal eure Hilfe. Wo kriege ich so ein Gehäuse her? Hauptplatinen, Grafikkarte. Netzteile, Kabel, Lüfter. Ist ein bisschen blöd. Kaputt. Weg damit. Hier ist sogar noch ein Netzteil. Aber wo bekomme ich denn bitte... Lüfter hätten wir auch noch. Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Wo bekomme ich so ein Gehäuse her? Pappe den mal wieder dahin. So, ich brauche irgendwo her so ein Gehäuse. Ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriege. PC ausschalten? Nee. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, da bräuchte ich mal eure Hilfe. So, hier hätten wir den. Wir hatten hier noch PCs, die noch zu einem bestimmten Tag fertig werden mussten. Da sollten wir vielleicht als erstes rangehen. Hier, den zum Beispiel zum PC. Tu mal her. So, was kriegt der? Grafikkarte ersetzen und eine Staubreinigung. Warte mal. Ja, passt. Okay, schauen wir mal. So, als allererstes machen wir hier eine Staubreinigung, weil das geht ja gar nicht. Ey, verdammt, wo kriegt denn dieses blöde Netzteil her? Ist das Netzteil, dieses Gehäuse? Leute, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. So, Staubreinigung ist erledigt. So, warte mal. Dann entfernen. Und mal hier ran, hier an den Hasen. So, was hat er denn hier? Eine Gigabyte GeForce GTX 1050. Gigabyte GeForce GTX 1050. Warte mal, habe ich nicht sogar eine noch im Inventar? GTX. Ah, hier, guck mal an. Eine Winfor Gigabyte GeForce GTX 1050. Geil. Hätten wir sogar noch. Her damit. Raus da. Jawohl. Installieren. Grafikkarte. Die ist kaputt. Jetzt die Frage, will der neue oder gebrauchte Teile haben? Wer ist das? Gutsch, Mark Gutsch. Marco, erst neulich habe ich ein paar richtig tolle Kunststoff-Rotkabel gesehen. Eine Innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen. Wäre das nötig gewesen? Ja, wäre nötig gewesen oder war auch nötig. Okay, der will keine Neuteile. Okay, dann rein da. Zack, dann geben wir dem nämlich die hier. Dann haben wir die auch aus den Füßen. Einmal.
So, Kabel. Ne, halt, warte mal. Installieren. Kabel, Kunststoff schwarz. Ja, geil, ich habe keine Kunststoff-Rotteile. Kann ich ihm leider nicht bieten. Naja, hat er Pech gehabt. Kunststoffrot gibt es leider nicht. Sind geradeaus. So. Okay, Grafikkarte haben wir. Muss ich nur noch hier. Machen wir hier die Gehäuse rund ab. Ich muss irgendwie in die Festplatte rankommen. So, wo haben wir sie denn? Da. Das Seagate Barracuda 2 TB. Okay. Bestellen wir mal eine neue, ne? Würde ich sagen. Na? So, Festplatten. Festplatten. Seagate Barracuda 2 TB. Einmal die. Halt. Kosten Honi. Was? Nein, die kostet kein Honi. Ach so, weil ich das dann für den heutigen Tag bestelle, ne? Moment. Zack. Lieferung am nächsten Tag. Ach so, die kosten Honi, weil es am nächsten Tag geliefert wird. Ja, moin. Ja, alles klar. Gut, das hätten wir. So. Dann haben wir noch einen PC. Warte mal, der muss bis zum 2. fertig werden. Welcher war das? Der hier. Okay, dann muss man die PSU ersetzen. Ja gut, da haben wir noch einen Tag Zeit für. Kein Problem. Ja, machen wir es erstmal so. Jetzt kaufen. Zack. Dann machen wir eben schnell hier einen Tag überspringen. Wäre eh schon lange genug hier unterwegs. So, da sind auch die Teile. Her damit. Dankeschön. Dann ballern wir dem direkt erstmal die neue Festplatte rein. Dann sind wir hier doch auch schon mal wieder am Start. Ey, kann er mal da rüber gehen? Dankeschön. Festplatte. Einmal Seagate Barracuda. Zack, wieder rein damit. Kabel wieder dran. Einmal so. Warum sind die jetzt eigentlich schwarz? Die waren vorher blau. Warte mal. Kabel. Hellgrau, weiß, schwarz. Voll dumm. Wo bekomme ich die eigentlich her? Die farbigen Kabel. Habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Oder sind das Rohrleitungen? Nee. Kabel. Das könntet ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich keinen Plan habe. Warum sind die Kabel jetzt schwarz? Die waren vorher waren sie blau, jetzt sind sie schwarz. Warum nimmt denn nicht die Teile, die vorher auch drin waren? Verstehe ich nicht. Kunde wahrscheinlich übelst sauer, aber gut, soll mir jetzt egal sein. Hauptsache, ein Rechner läuft, aber. Also, ich wäre schon ziemlich pisst, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das nicht funktioniert. So, Betriebssystem starten. In der Zeit machen wir hier den Kladderadatsch wieder dran. Zack. So. So. Und. Ah, hör auf damit.
So. So. Und so. Ach so, warte mal. Der hat kein Betriebssystem drauf, ne? Kein US gefunden. Komm jetzt echt. Ja, komm. Hallo? Warum kann ich meinen USB-Stick jetzt hier nicht? Warum kann ich meinen USB-Stick nicht installieren? Jetzt. So, jetzt sollte es gehen. Aha. Läuft doch. Läuft doch. Jawohl, sehr schön. Okay, das haben wir auch. Nice. Haben wir den Kollegen auch abgearbeitet. Passt. Ich bin mal gespannt, was er jetzt dazu sagt, dass dem seine Kabel da jetzt irgendwie so halt. Wo war der? Hä, wie war denn das jetzt hier? Unvollständiges Gehäuse, was? Ach, Leute, 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 ey, ich habe keinen Plan, ne? Ist doch alles erledigt. Was will er denn von mir? Ey, ich krieg eine Krise. Wo bekomme ich diese Kabel her? Kabel. Ah, hier. Guck mal. In den Warenkorb. Hey, warte mal. Alter, das ist so nervig. Ey, die Kabel kostet 200, ne? Warte mal, wann muss der fertig sein? Dann. Ja, komm, die bestelle ich mir jetzt für den nächsten Tag. Zack, jetzt gekauft. Dann muss ich den doch wieder da hinstellen. Er will rote Kabel. Nerv nicht. Naja, egal. Machen wir in der nächsten Folge. Dann bastel ich hier mal die roten Kabel rein. Und dann schauen wir mal. Eigentlich ist der soweit fertig, aber irgendwas will er hier noch nicht so ganz. Ich weiß nicht was. Oder irgendwas fehlt. Ja, wahrscheinlich die roten Kabel. Egal. Werden wir sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ich an so ein Gehäuse drankomme. Ich habe keinen Plan, wo ich diese Gehäuse finde. Oder muss ich das dann hier auch kaufen? Könnte natürlich auch sein, ne? Dass ich jetzt hier... Tools und, ah, hier Gehäuse. Wahrscheinlich muss ich hier ein Gehäuse erstmal kaufen, wa? Weil da stand ja was von wegen hier, lalala, ins Inventar. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was ich da am besten nehme oder sowas? Und ob das mit den Teilen, die ich noch habe, funktioniert? Wäre nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, dass wir es hier wieder geregelt kriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.